Das sieht ja sehr lateinamerikanisch aus, dieses Bild. Wo sind wir denn hier? Was macht ihr? Ja, hallo, herzlich willkommen in Kolumbien, könnte man sagen. Unser Zucker hier, wir verkaufen Zucker, Panela-Zucker. Ich würde sagen, einfach mal probieren, so ein Löffelchen auf die Hand. Genau. Lecker. Ja, ist gut. Also unser Zucker kommt eben aus Kolumbien, ist noch ganz unraffiniert hergestellt, diese ganze traditionelle kolumbianische Weise eben. Ist super lecker, gerade jetzt für Kaffee oder Tee geeignet. Und dadurch, dass er unraffiniert hergestellt ist, hat er noch sehr viele Nährstoffe, also Mineralien und Vitamine, was ja oft der Zucker leider nicht mehr so unbedingt hat. Und ist wie gesagt für Kaffee und Tee klasse geeignet, aber auch zum Kochen und Backen. Also überall, wo man sich den Geschmack super vorstellen kann, kann man ihn auch sehr schön reinschmecken. Und wir haben eben zum einen diese Schmuckboxen sozusagen. Also die sind wirklich schön, wenn man sie irgendwo hinstellen möchte, auch zu Hause für die Küche, zur Deko sozusagen. Genau, und dann haben wir auch noch die Nachfüllpackungen. Ich sehe jetzt gerade den Preis, 5,90 Euro. Richtig, genau. Es kommt von Kolumbien. Genau. Das heißt, die ganzen Lieferkosten, macht ihr damit dann überhaupt Gewinn? Doch, also das schon. Also wir arbeiten da mit einem Biobauernhof zusammen. Also bisher ist es ein Bauernhof und wir versuchen natürlich noch mehr zusammenzubekommen. Wir sind jetzt ein Start-up-Unternehmen, was erst angefangen hat. Das heißt, wir versuchen die Connections natürlich noch zu bekommen. Und versuchen das Ganze aber natürlich auch, dass es mit fairen Löhnen zutage kommt und unterstützen sie auch mit sozialen Projekten. Gerade Kolumbien, das Land, wo ja oft dann auch mit Drogen und dem Ganzen, hat ja doch viele Probleme. Und das ist einfach eine wirklich super Art, das sozusagen zu unterstützen. Finde ich ein tolles Projekt und schmeckt super, super gut. Viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank, Dankeschön. Und viele Grüße aus Kolumbien.